Heute geht es um Konfliktmanagement und ich freue mich wirklich, dass ich mich wieder mit der Monika Donner unterhalten kann, Buchautorin, strategische Analystin, Lebens- und Sozialberaterin. Und die hat ja auch ganz viel mit Konfliktmanagement zu tun. Und heute geht es in der Sendung darum, was kannst du tun, um deine inneren Konflikte zu lösen? Was kannst du tun, um äußere Konflikte in der näheren Umgebung zu lösen? Und wir schauen vielleicht auch ein bisschen noch weiter über den Tellerrand hinaus. Wie immer typisch mit der Monika. Hallo, liebe Monika. Hallo, lieber Oliver, danke für die Einladung und die Idee, vielleicht ein bisschen über den Teller auch hinauszublicken. Freue mich schon drauf. Sehr schön. Ja, wir sind ja in einer Krisenzeit, in einer sehr zerrütteten Zeit. Meinungen, Fronten sind verhärtet. Und es wird ja schon immer schwieriger, sich überhaupt einmal, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen mal, zu outen, weil jeder hat sofort eine eigene Agenda und entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Also wir haben diese ganz starke Schwarz-Weiß-Malerei. Wir sehen es in den Medien, wir sehen das natürlich auch im Alltag, dass man keine zwei Meinungen mehr nebeneinander gelten lassen kann, offensichtlich. Ja, das ist ein Trauerspiel und da fällt mir jetzt spontan, Entschuldigung, in eigener Sache ein. Du hast ja das Buch Tiger in High Heels gelesen, ne? Gibt es ja drei Vorworte, entweder und oder. Und ich denke, das trifft insbesondere auf Meinungen zu. Meinungen sind subjektiv, ja? Die kann man ruhig vom anderen so stehen lassen, außer es ist eine falsche Meinung über mich selbst, die jemand anderer verbreitet und selbst dann muss man nicht unbedingt Krieg führen, ja? Aber Faktum ist, wir sollten mehr auf die Tatsachenebene schauen, also auf die Faktenebene schauen. Über die lässt sich meistens nicht streiten. Aber wir können gern drüber streiten, wer jetzt gerade den besseren Videohintergrund von uns beiden hat, weil das ist subjektiv. Und außerdem völlig wurscht, ja. Und wegen solcher Sachen fangen Menschen zum Streiten an. Also, und du hast ja auch gesagt, bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich. Ich glaube, Star Wars, ist es der zweite oder der dritte Teil, wo der Anakin zum Sith Lord wird und dann sagt zu seinem ehemaligen Lehrmeister, bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich. Und das ist eine klassische Aussage von Extremisten, die gemäß Star Wars auf der dunklen Seite der Macht zu Hause sind. Ja, du zitierst jetzt natürlich die Prequel-Trilogie, die als alteingesessener Star Wars-Fan. Aber es ist ein gutes Zitat. Also auch die Prequels haben was Gutes. Ja, und du bist ja auch gerade schon, du hast das schon angesprochen. Also schauen wir uns doch einfach einmal die Sachlage an. Schauen wir uns doch mal, diskutieren wir nicht über die Person, diskutieren wir über die Fakten. Können wir da dieses gemeinsame Problem, das wir haben, ja auch lösen, gemeinsam. Das wäre so meines Erachtens noch ein Ziel, auch um schon gleich einmal Konflikte gar nicht so aufschwellen zu lassen und Fronten zu verhärten. Genau, und das für denjenigen, der jetzt Groll empfindet oder diese Aufregung, ein deutliches Signal einmal, die eigene Emotion, das eigene Wutgefühl oder was auch immer es ist, zu realisieren, damit klar ist, aha, wir sind jetzt relativ weit vom Sachverhalt, relativ weit von den Fakten weg. Hier geht es um Gefühle, die auch ihre Berechtigung haben. Aber wenn man jetzt nur, wie du sagst, nicht auf die Personen schauen sollen, dann ist doch klar, dass die Fakten im Vordergrund stehen müssen. Und wen interessiert zum Beispiel bei einer Aussage, da hat man jetzt jemand vor dem Video unter Video drunter gesetzt, das muss ich kurz erwähnen, über Krieg in Israel haben der Thorsten aus Deutschland und ihr Video gemacht. Ja? Und da schreibt jemand drunter, er wundert sich, dass ich den Barack Obama, den Kriegsverbrecher, zitiere, wenn er sagt, man muss sich auch die muslimische Seite anschauen. Man muss schauen, in welchen Verhältnissen haben die im Gazastreifen gelebt vor dem Krieg. Das habe ich gemacht, da habe ich ihn zitiert. Und er wundert sich, dass ich den zitiere, weil das doch ein Kriegsverbrechen ist. Und ich habe gesagt, es ist völlig egal, ob der Drohnenkriege früher angeordnet hat, man ist nicht egal, aber in diesem Kontext ist es gerade eine Verstärkung. Also da geht es eben nicht darum, ist es ein dunkelhäutiger Mensch, war der US-Präsident, hat der vielleicht illegale Kriege angeordnet oder mit durchgeführt, sondern hier geht es darum, ist die Aussage wahr oder nicht. Ja? Und ich wundere mich dann über solche Menschen, dass sie nicht drüber stehen können, weil es muss doch wurscht sein, wenn wir zwei uns verstehen, ja, und wer andere sagt, na, die Monika Donner, die ist als Junge zur Welt gekommen, zum Beispiel gibt es ja auch so Stimmen. Und was hat das für eine Relevanz?
für das Gespräch zwischen uns beiden gerade? Ja? Also ich bin da anscheinend auch wandelnde Projektionsfläche. Wie geht es dir auf dem Gebiet, Oliver? Ich lebe jetzt, das noch, nachdem ich seit 23 Jahren Energetiker bin, immer schon so, dass ich sage, wenn wer fragt, was tust du denn überhaupt, dann höre ich immer entweder gleich, ah ja, das glaube ich auch, oder da glaube ich gar nicht dran. Also da habe ich nur diese zwei Meinungen. Man kann das immer ganz schwer auch, ja, also jeder hat da ein Bild im Kopf, automatisch. Ja. Und das ist natürlich immer so eine gewisse Stigmatisierung, denke ich. Und mir ist jetzt gerade entfallen, ich hatte gerade einen Gedanken, wie du da erzählt hast, nämlich wir sind ja gleich sehr tief eingedrungen in die Materie, dass wir sagen, wir haben schon einmal gesagt, okay, schau dir deine eigenen Gefühle und Gedanken an, mach dir das einmal bewusst, was sind deine Gefühle und Gedanken, auch wenn du getriggert bist. Das heißt ja nicht, dass der andere ein Aggressor ist deswegen, sondern nur, dass du getriggert wirst. Das ist das Erste. Und das Zweite, haben wir gesagt, bleib bei der Sachlage, also bleib einmal lösungsorientiert, bleib bei dem Sachverhalt und schau dir den einmal an und reden wir über die Sache. Weil vielleicht finden wir ja eine gemeinsame Lösung oder einen Mittelweg für das Problem, das wir da haben. Ne? Genau. Und das ist eben in dieser, wie du das Kommentar erwähnt hast, wir sind ja in dieser Cancel Culture, die ja vor ein paar Jahren so hochgepusht wurde. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann gehörst du weg. Ganz schlicht und ergreifend. Und was anderes sagt der Cancel Culture nicht. Ja, also da macht jemand was und der gehört weg. Und da wird dann nicht mehr unterschieden. Also das ist zwar interessanterweise, manche machen es geschickter, wenn man jetzt einen Tom Cruise hernimmt mit seinem Scientology-Hintergrund. Ja, der hat sich ja wieder zu diesem Filmstar-Status erholt nach seinen Ausrutschern, sage ich jetzt einmal. Ja. Und managt es super so mit der Öffentlichkeitsarbeit. Und andere werden dann einfach, obwohl sie dann gar nicht verurteilt werden dafür, wie Kevin Spacey zum Beispiel, sind dann einfach weg. Ja, wo dann einfach so, die Ja. dürfen nicht mehr da sein. Ja. Und nicht jetzt, dass man sagt, okay, sexuelle Gewalt ist in irgendeiner Art und Weise vertretbar oder in Ordnung, aber man muss ja das einmal trennen können und sagen, was ist das eine und das andere. Aber ja. Und vor allem beim Spacey würde ich sagen, es ist schon relevant, dass und wie er sich an die Öffentlichkeit gewandt hat. Er wurde vorverurteilt, ohne dass er überhaupt gehört wurde. Und ich denke, seine Darstellung, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob sie hundertprozentig richtig ist, aber sie klang plausibler als die von der Gegenseite. Und dieses Empörungsverhalten, diese Empörungskultur, die ja immer mit Meinungen zu tun hat, kann ich schlecht, gerade als Juristin, du weißt, ich bin ja nicht nur Lebensberaterin, sondern auch Juristin, kann ich dann schwer nachvollziehen. Und du hast ja auch erwähnt, dass man dir gegenüber als Energetiker eine Meinung sagt, das glaube ich oder das glaube ich nicht. Also wir sind wieder bei einer subjektiven Idee, ob das, was du machst, Wirkung zeigen kann oder nicht, wie wäre es, wenn man es einfach ausprobiert? Dann kann man es nämlich verifizieren. Okay, das stimmt für mich oder das stimmt nicht für mich. Dann ist man von der Meinung weg. Einfach einlassen. Und ich denke, es ist wichtig, wie du ja auch richtig gesagt hast, dass wir uns am Sachverhalt auf die Fakten konzentrieren sollen. Und das bedeutet, schauen wir uns doch die Ursache eines Konflikts an. Wie ist es entstanden? Erkennen wir das Muster, das wir wahrscheinlich schon in vielen anderen Bereichen des Lebens in der einen oder anderen Form sich wiederholen sehen haben? Wie läuft das ab? Und dann kann man das Muster unterbrechen. Da gibt es verschiedene Methoden dazu. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, ganz egal, ob wir von der Kriegsursachenforschung reden, also der große Schießkrieg, wie er jetzt gerade zum Beispiel in der Ukraine, in Israel passiert oder Palästina, oder ob wir, was hier für die Zuseher wahrscheinlich wichtiger ist, über die Familie reden, über die Partnerschaft, über den Beruf, über Freundschaften, über Widerstandsbewegung in der Corona-Pandemie, was ich, was es alles gibt, da zerlegen sich die Leute ja auch schon gegenseitig, weil es kein gemeinsames Ziel mehr gibt. Jetzt kommen die Befindlichkeiten, jetzt kommen die Einzelthemen, wo jeder glaubt oder meint, er kann es besser. Der eine oder andere hat vielleicht sogar recht, aber dieses Naserümpfen über die Ideen des anderen, die Ansichten des anderen, da tue ich mir ein bisschen schwer damit. Und was sind, hast du auch so Erfahrung unter Berufskollegen zum Beispiel, dass ich habe die bessere Methode als du? Kennst du das? Naja, es hält sich ja jeder für erleuchtet. Und wenn hier wirklich jeder erleuchtet wäre, der sich dafür hält, wäre die Welt schon, vielleicht sind wir schon im Elysium und ich habe es noch nicht gecheckt. Ich weiß es nicht.
Aber das Haupt, also das Hauptthema, das ich sehe in der Szene und in der Branche generell, es sieht ja jeder irgendetwas Unsichtbares und es fehlt halt einfach auch diese gemeinsame Nennung. Das heißt, die Benennung, was sehe ich, was nehme ich überhaupt wahr? Ja? Und da glaube ich, fängt schon einmal an, dass sich da die Geister scheiden. Und da trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen, weil und das ist, denke ich, eines der Hauptprobleme generell in der Energetik, beziehungsweise auch wenn ich mich mit Gefühlen beschäftige oder mit Wahrnehmungen beschäftige, auch mit mir selber, was ich nicht sehen kann. Weil eines der Punkte ist ja für mich auch dieses empathisch sein, ja, also wie kann ich Empathie empfinden mit jemand anderem, beziehungsweise auch mit mir selber. Und das lernen wir ja nicht mehr. Also wir lernen ja nicht empathisch mit jemandem umzugehen, sondern wir lernen eine Meinung und sagen, das ist das Richtige. Das kriegen wir über die Familie, über die Gesellschaft, über die Medien. Das ist gut und das ist schlecht. Ja, ich bin ganz deiner Ansicht, weil ich es ja auch so erlebt habe und möchte ergänzen, es wird uns die Empathie, die Einfühlung für den anderen systematisch aberzogen. Das Kind, das Kleinkind hat das in sich, ja, weil das Kleinkind an sich erleuchtet ist, aber halt unbewusst. Und dieses Thema Erleuchtung, das du genannt hast, finde ich wunderschön, weil da diskutieren Leute, zerdiskutieren Leute im Westen rational, wer erleuchtet ist und wer nicht. Das ist aber eine fernöstliche Erkenntnis eigentlich, eine fernöstliche Philosophie, die wahrscheinlich alle Naturvölker auch in unserem Kulturraum bevor wir sesshaft wurden, ziemlich sicher so intus hatten. Und dann wird für Besitz, für Bodenbesitz, dann entstehen die vor 10.500 Jahren neolithische Revolution, entstehen dann die ersten Ackerflächen. Es kommt der Gedanke, man kann Boden besitzen, weil vorher waren wir ja Jäger und Sammler. Dann entstehen die Zäune, die Mauern, die ersten Kasernen. Und dann findet man tatsächlich auch die ersten Massengräber. Ja, es geht um Ideen und um Besitz und um Ressourcen. Und ich denke, das hat sich irgendwie auch in unsere Psyche überschrieben, dieses Einseitige und nicht mehr das Kollektiv, die Gruppe, die Sippe, Jäger und Sammler, wo man auf Gedeih und Verderb voneinander abhängig war, wird ab der neolithischen Revolution, sagt man so vor circa 10.500 Jahren, auf einmal der Egoismus wichtiger. Plötzlich kommen dann die Herrscher, die nicht mehr Führer aus der Gruppe sind, sondern andere praktisch dominieren wollen. Die setzen sich dann die goldene Krone auf und erzählen uns, da oben sitzt der Gott, mit dem kann natürlich nur ich reden und der durch mich spricht da, was ihr tun sollt. Wer anders kannst du der Masse nicht erklären, warum sie weniger besitzen soll als die Elite. Das geht ja sonst nicht aus. Ja? So, und wenn man sieht, und wenn wir jetzt beim Beispiel der Erleuchtung bleiben, ist es vielleicht heilsam, um den Jäger, den Sammler in uns, den wir ja, der Homo, die Gattung Homo ja 2,5 Millionen Jahre lang war, wieder, ich will nicht sagen reaktivieren, es schlummert eh noch in uns, aber mehr zu spüren wieder, ist vielleicht ein guter Zugang auch ein fernöstlicher, wo tibetische Mönche sagen, sie verneigen sich nicht vor deinem Ego, sondern sie verneigen sich vor unserer Erleuchtung, die schon in uns drinnen ist. Wir sind ja schon erleuchtet, aber rund um die Lampe ist der Ruß. Das haben wir, glaube ich, mal in einer Sendung besprochen. Ja. Ja. Das nennen sie dann die Ego-Schichten, die man abtragen kann. Aber erleuchtet sein bedeutet nicht Arbeit, ganz im Gegenteil. Es bedeutet, etwas loszulassen. Also, wenn wir das vielleicht wieder mehr spüren würden, dann hätten wir vermutlich auch mehr Interesse daran, den anderen zu hören, das, was wirklich kommt, in uns aufnehmen, verinnerlichen, nachspüren. Das hat auch Passivität, Annahme, hat durchwegs auch weibliche Qualitäten. Ja. Wie sollen Männer, die nur darauf gepolt werden, nur auf eine gewisse Art und Weise rational zu sein, plötzlich eine gute weibliche Qualität, nämlich Empfänglichkeit annehmen? Ganz einfach, indem sie sich darauf besinnen, wie sie als Kinder waren. Ja. Und wenn wir wahres Interesse am Gegenüber haben und vielleicht auch die Position des anderen einmal in uns drinnen, wenn wir mit uns einen Konflikt haben, ohne den anderen. Jetzt ärgert mich schon wieder der, aber der ist eh gerade meilenweit weg, ich kann nicht mit dem anderen reden. Einfach einmal sich einfühlen und nachdenken oder nachspüren, was empfindet der andere, was würde der andere jetzt sagen? Und ist es wirklich so abwegig? Könnte es mir nicht genauso gehen wie dem anderen? Also für mich ist es auch so, diese Empathie ist natürlich auf den anderen bezogen und sie beginnt ja schon eigentlich bei einem selber, dass man nicht mehr spürt, wann habe ich Hunger, wann bin ich müde, warum bin ich schlecht aufgelegt und wie gehe ich denn heute überhaupt in den Tag hinein? Weil wir haben alle bessere und schlechtere Tage und auch
Und jeder Mensch hat das, jeder Therapeut und jeder Ding hat, weil jeder halt menschlich ist. Ja. Das Ideal ist ja immer so dieses, ja, ich bin in der höchsten Form und ich schwinge da dahin. Das ist ja meiner Meinung nach eine Ausblendung. Ja, also sage jetzt ich mal. Ja. Aber eben dieses, fühl dich einmal in dich selber rein und schau mal, wie geht's denn dir? Und dann ist es klar, wenn ich genervt bin, dann nervt mich auch im Außen jeder Autofahrer, jedes Gedränge in der Stadt oder sonst irgendwas. Also das geht ja gar nicht anders. Und dann muss ich das andere nicht gleich zum Bösen hochstilisieren. Ja. Naja, vielleicht ist das Hochstilisieren des anderen zum Bösen, wie du es sagst, eine Begründung, warum ich den Hass auf den anderen projiziere, den ich eigentlich auf mich selbst habe, weil ich im Hamsterradlauf, weil ich den ganzen Tag Dinge tue, die ich wahrscheinlich auch hasse. Ja, es gibt Menschen, und ich glaube, das sind gar nicht so wenige, die einen Beruf ausüben, den sie eigentlich gar nicht mehr ausüben wollen. Die nach dem Kalender leben, also nach der künstlichen Uhrzeit und nicht nach der inneren Uhr, wie du ja zuerst auch erwähnt hast. Ja? Also nicht nach dem eigenen Rhythmus, da wird man auch physisch unrund und auch natürlich psychisch und physisch läuft man unrund, wenn man eigentlich am Nachmittag um 14 Uhr weiß, jetzt wäre es Zeit für ein Nickerchen. 10 Minuten Powernapping. Nein, immer wieder drüber gehen, am Fließband weiterarbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wie ein Sklave. Das ist ja modernes Sklaventum. Die Stechuhr hat ja nichts mit der inneren Uhr zu tun. Und das macht aggressiv. Ne? Und wenn man aggressiv ist, braucht man Ventil. Idealerweise hat man einen Boxsack irgendwo hängen und haut einmal rein oder geht laufen oder Krafttraining machen, so wie wir beide. Wer das nicht hat oder nicht realisiert, der benutzt wahrscheinlich andere unbewusst als Aggressionsventil. Und damit er sich nicht selbst verurteilt fürs Aggressionsablassen, muss man natürlich den anderen als böse erklären. Das ist das definierte Böse, das ausgesprochene Böse, das muss vernichtet werden. Ich denke, dass so auch Kriege entstehen. Nicht nur Streitereien in der Nachbarschaft, sondern auch Kriege. Ja, und es ist auch, denke ich, wirklich jetzt, wenn wir von der Empathie weitergehen und sagen, okay, wie benenne ich denn die Dinge selber? Also da geht es ja auch um das, was kann ich ausdrücken und wie kann ich das andere benennen, wie kann ich meine Gefühle benennen? Also wie kann ich in der Sprachlichkeit und in meinem Verstand Gefühle benennen? Und da gibt es ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Ausdrücke, auch in Familiensystemen, wie jemand erzogen wird, was wer für ein Background hat, wie der Ausdruck von Gefühlen ist. Und da gibt es ja auch diese Sprachen der Liebe und was weiß ich, wie diese Bestseller alle heißen, also wie kommuniziert man denn eigentlich Zuneigung? Ne? Und wenn mir aber auch diese Sprachlichkeit fehlt, die Möglichkeit, Dinge zu benennen in mir jetzt, also was für eine Art Trauer ist es denn? Ja? Oder was für eine Art Wut ist es denn? Das kann ja auch eine Wut sein, weil ich sage, ich habe jetzt nicht geschlafen und ich bin wütend. Ja? Oder, also wenn ich das ein bisschen mehr unterscheiden könnte und ein bisschen feinfühliger werden könnte, denke ich, kann man auch viel deeskalieren. Und genau das Gegenteil passiert ja. Also die Sprache nimmt ja immer mehr ab. Das Sprachverständnis, die Definition, das wird ja immer weniger, ne, von den Ausdrücken. Ja, definitiv, ja, weil sie auch so gefördert wird durch dieses ewige Wegwischen. Also den Menschen triggern hauptsächlich Bilder und Kurzbotschaften. Da verkümmert die Sprache. Also die Ergebnisse der Studien über den Bildungsstand, sprachlichen und damit auch emotionalen Bildungsstand von Jugendlichen, Kindern schon und Jugendlichen, ist katastrophal. Ja, also diese rein digitale Welt in Nullern und Einsern und natürlich auch so oder so, also das wird ja immer schlimmer. Und darum denke ich, wäre vom Potenzial, wir haben ja auch schon eine Sendung gemacht über LGBTQ, also eigentlich ein Thema, das mir inzwischen fast geistig zum Kotzen bringt, ja, weil ja auch missverstanden. Aber letztlich bedeutet Zwischenformen in der Gesellschaft zuzulassen, jetzt von der geschlechtlichen Identität her, würde auch bedeuten, das Zwangskorsett in der Gesellschaft aufzulockern. Also in diesem Sinn könnten, wie wir ja beide eh besprochen haben, Lesben, Schwule, Transidente eine Avantgarde sein. Nur, sie sind ja teilweise selbst normalitätssüchtig. Das heißt, weder die Gesellschaft, schon gar nicht die sogenannten Rechtsextremen, und auch nicht die LGBTQ-Leute selbst, die oft zum extrem linken Spektrum zählen. Beide Gruppen realisieren nicht, welches Potenzial, Freiheitspotenzial in diesen Menschen steckt, die besonders sind. Denn wenn jemand einer Minderheit angehört, bereichert er im Idealfall das Leben der Masse. Aber was passiert jetzt? Jetzt wird eine Ideologie draus gemacht
Und es wird jetzt eine Revolution von oben heruntergebrochen auf die ganze Bevölkerung, die natürlich nicht versteht, warum sie jetzt diesen Sprachgebrauch und das alles so handhaben soll. Und ich denke, das ist extrem schade, aber auch verständlich, wenn man weiß, dass Jahrhunderte oder Jahrtausende Menschen dieser Art unterdrückt wurden, als krank erklärt wurden, getötet bis zu getötet wurden, dann ist klar, warum jetzt so ein extremer Hype entsteht, der aber wiederum benutzt wird, um ein Feindbild aufzubauen. Es geht wieder, du bist so, du entsprichst jetzt der Norm, dann bist du gut, du entsprichst nicht der Norm, dann bist du nicht gut. Das ist die Reaktion auf die überzogene Etablierung der LGBTQ-Ideologie. Das ist ein Problem. Und die Norm, die Normiertheit, die wird ja immer enger eigentlich. Also ja. Wir gehen ja da eigentlich, eben wie gesagt, das ist ja eigentlich wie im Wasserfluss, ne, wo man sagt, die Schleusen werden enger, enger, enger gemacht und der Fluss fließt immer schneller, ja. bis halt irgendwo einmal dann überschwappt. Ne? Also das genau. ist ja klar. Ne? Ja. Und ich habe jetzt daran denken müssen, wie du gesprochen hast, kennst du den Film in Cabaret, also von Bob Fosse, diese Verfilmung mit Liza Ja. Minnelli? Ja. Und was eben vor Nazi-Deutschland eigentlich, also diese Kultur, die wir da hatten, diese Kabarettkultur und diesen großartigen Freigeist, den man dann auch in den alten Filmen sieht, der heutzutage verpönt wäre, wenn man das so, Ja, wenn ja. das so denkt, weil wir so Rückschritte eigentlich gemacht haben auch. Und da muss ich ja denken, dass dieses Verrückte, diese Kunst, diese Freiheit ja immer Inspiration sein kann, aber eben nicht mehr, wenn sie sagt, das ist die Norm, ja, weil dann wird es eigentlich ganz, ganz schnell sehr bieder und sehr trocken und ja, eigentlich farbloser, dann verliert der Regenbogen die Farbe, sagen wir mal so. Ja, weil es ja auch der Realität widerspricht. Die Realität ist, dass ungefähr, bitte jetzt nicht in Stein meißeln, aber dass ungefähr 5 bis 10% transidente Menschen es gibt. So, das heißt, die Norm ist 90 bis 95% sind nicht transident, sondern heteronormativ in ihrem Geschlecht sich wohlfühlend. Ja? Aber von denen sind eh wieder 50% dafür, sexuell, vom Potenzial her bisexuell. Wir wissen, dass ungefähr 50% der Menschen Bisexualität auch zumindest unbewusst ausleben. So, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen, geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung. Aber egal, wir sehen, wir haben ein breites Spektrum und die Norm ist eben, dass es auch eine Normvariante gibt von 5 bis 10% der transidenten Menschen, also Transvestiten, Transsexuelle und was auch immer so es gibt. Ja. Aber wenn ich dann beginne, das zur Norm zu erheben, dann fühlen sich natürlich die 95 oder 90 bis 95% Normalen benachteiligt und überreguliert beziehungsweise auch überfordert mit dem. Ja? Warum müssen, sollten kleine Kinder im Kindergarten schon, wenn sie es gar nicht wollen, Burschen Mädchenkleider anziehen und Mädchen sie an Bord aufpicken, wenn sie es nicht wollen. Wenn sie es wollen, bitte sollen sie es tun. Aber das muss vom Kind kommen, spielerisch entdecken und nicht aufgedrückt, du kannst und sollst und so. Weil da wird vielleicht was getriggert, was wir auch wieder nicht wollen. Und ich denke, das wird inzwischen in Kauf genommen, weil es Kräfte gibt, die Familie und die natürliche Basis des Menschen in seiner Psyche zerstören wollen. Das ist schade, das sind Entwicklungen, die auch nicht nötig sind. Warum passiert das? Weil eine Ideologie, die sogenannte Linke, mit der Rechten kämpft, anstatt zu realisieren, entweder und oder, wir brauchen beides, wir brauchen eine starke Linke, wir brauchen eine starke Rechte, die miteinander einen Konsens finden und sich erkennen, dass sie gar nicht so verschieden sind. Weil das wundert mich immer wieder, dass sie nicht erkennen, man muss das Hufeisen, also den Magnet, den Hufeisenform vorstellen. Ja? Die Seiten, die sich am stärksten abstoßen, die sind am nächsten beieinander. Oft sogar deckungsgleich von den Aussagen. Ja? Aber natürlich anders argumentiert. Ich wundere mich stark, dass das in dieser Gesellschaft noch so ist, aber das bringt jetzt dem Zuseher und der Zuseherin nichts. Wichtig ist, wie gehen wir damit um? Wir können erkennen draußen, okay, die Realität ist, es wird, wie der Oliver gesagt hat, immer enger, immer wirrer, also das Korsett wird immer enger geschnürt, das ist eine Realität. Also es ist wichtig, dass ich mir einen Freiraum suche, dass ich eine Nische finde, in der ich persönlich, also jeder Mensch, so sein kann, wie er ist. Und in diesem Freiraum selber, also wenn wir davon ausgehen, und auch du hast ja dein Buch Freiheit hinten stehen, wo es ja wirklich auch darum geht, sich diesen Freiraum auch zu schaffen, ja, und zu erschaffen auch und diese Kraftzonen zu finden.
Ich habe es ja immer noch nicht geschafft, die Sachbücher endlich mal zu überarbeiten, aber bis dahin bitte lest die Monika und dann können es beide lesen. Aber der Punkt ist ja der, wir reden ja über Konflikte und um Konfliktmanagement auch. Und es war ja früher schon so, dass, oder ich habe ja auch ganz viele Paarkonflikte, also wo wirklich Partner kommen und sagen, okay, sie wollen arbeiten und wo Paare einfach zerrüttet sind. Wo dann oft, die dann oft dann so Kleinigkeiten so auseinandergehen und auseinanderdriften. Ja? Und wo man dann einfach wirklich so einen Punkt schaffen sollte. Und für mich ist ja immer so diese Strategie, wo ist denn jetzt der gemeinsame Punkt? Und ich schaue mir das ja immer, ich arbeite ja halt mental, medial und ich schaue mir immer an, sagen die Ja zueinander? Also für mich ist das immer der Ja-Punkt. Dann stelle ich mir auf und schaue mal, wie schauen denn die da? Also wie so eine systemische Aufstellung, schauen die beide hin oder nicht? Und dann schaue ich nur mal, ob ich vermitteln kann, dass die beide Ja zueinander sagen. Und wenn das läuft, läuft das von selber wieder. Dann liegen sich die in Tränen in den Armen und küssen sich und alles ist gut. Ja? Genau. Wenn das nicht da ist, und das ist ja oft auch mal so, dass die versuchen, ein totes Pferd zu reiten, weil dann gibt es keine, dann beziehe ich mich ja nicht mehr. Und auch in der Beziehung ist es, und wenn Konflikte da sind, ist es ja meistens, also na, jetzt fällt mir nicht ein, der Schweizer Beziehungsanalyst Wurst, ich schreibe es dann in die Kommentare rein, der sagt ja auch, also Kritik ist zumindest ein Liebesdienst an den anderen, weil das heißt, du bist noch interessiert. Meinst du den René Egli, oder? Danke, ja, vielen Dank, Herr René Egli, danke, ja, genau. Und das ist eben genau der Punkt und da gehen wir oft einmal so aneinander vorbei und übersehen dann diese, ja, Ja. diese Nuancen. Ne? Ja. Ich meine, ich weiß genau, was du mit beziehen meinst. Das kann auch sein, ich beziehe mich auf dich. Das heißt, ich gehe auf dich ein. Ich sage, Beziehungen werden meistens dann krank, wenn es nur mehr ums Beziehen einer Leistung vom anderen geht. Das heißt, wenn er sich von ihr die Form von Weiblichkeit bezieht, die er in sich selbst nicht auslebt, und sie sich die Form der Männlichkeit von ihm rüberholt, die sie in sich selbst nicht leben kann oder sich nicht zutraut. Und irgendwann einmal wird es toxisch, weil man ja auf das Bezugsobjekt, wenn man Waren bezieht wie im Supermarkt, ja, dann wird es toxisch, weil dann muss man praktisch selbst aus seinem Ego heraus dann sagen, ah, eigentlich ist der andere schlecht, weil man würde nicht sagen, dass man selber schlecht ist. Jetzt kommt die Leistung mal nicht genau so, wie ich es brauche. Ja? Da gibt es Fälle, die ich in der Lebensberatung erlebe. Ich nenne eh keine Namen, keine Angst. Ja? Aber und wir dürfen ja auch was Sexuelles besprechen, hoffentlich. Da gibt es den Fall, leider muss man sagen, vom Klischee her, missbrauchen aus meiner Perspektive mehr die Männer die Frauen als umgekehrt, aber es findet natürlich auch so statt, dass Frauen Männer missbrauchen. Aber ich habe halt mehr Frauen in der Lebensberatung, darum ist vielleicht auch mein Eindruck verzerrt. Ich habe einen Fall, wo eine Klientin schildert, dass ihr Partner von ihr verlangt, dass sie Female Ejaculation hat, also die weibliche Ejakulation. Und sie kommt, fragt dann irgendwann, wie kommst du eigentlich auf das? Und er sagt, ja, das sehe ich in den Pornofilmen, zu denen er sich dann dazu befriedigt. Ja. Und sie sagt ihm ganz richtig, du, das ist eigentlich kein Orgasmus, den die da machen. Siehst du nicht, dass sie dich so reiben, dass man nicht sieht, dass sie eigentlich pinkeln? Ja. Ja. Eigentlich müsste man Pissasmus sagen statt Orgasmus. Ja. Ja. Und er sagt, das ist mir wurscht. Ich will, dass du viel mehr ejakulierst. Und sie hat es versucht und literweise Wasser gesoffen. Trunken, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber das kann man fast. Und das turnt ihn dann an. Und sie kann aber nicht mehr damit, weil es nicht mehr um sie geht. Es geht. Er hat ein Bild davon, Ja. was er von ihr empfangen möchte, das nur dazu biologisch fast unmöglich ist. Natürlich gibt es ja Female Ejaculation. Nur, da gehört bei den meisten Frauen viel Einfühlung dazu. Da gehört, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, ja. Aber das ist für mich klassisch für Beziehungssupermarkt, ja. Und man will dann entsprechen, kann dann nicht mehr. Und irgendwann einmal entsteht die Wut, wenn man nicht das kriegt, was man eigentlich will. Aber hat das wirklich noch etwas mit Gegenüber zu tun? Ja, und das hat eben dann, was wie du schon gesagt hast, das ist eine Einbildung. Also er hat das Bild, das turnt mich an, das finde ich super, ja. Und will das halt dann exekutiert haben. Das wäre genauso, wenn ich sage, okay, das muss ich meine brünette Freundin die Haare blond färben, dass sie ausschaut wie Barbie, weil ich das halt cool finde oder so. Also das ist ja einfach, das sind so diese Oberflächlichkeiten, wo man sich wirklich,
Ja, wie gesagt, wenn man spielerisch sieht, okay, aber das ist schwierig eben. Was habe ich für ein Bild? Und nämlich dann auch dieses, hat alles wirklich so einen Platz? Weil ich habe das wirklich von einer Freundin, die hat gesagt, naja, würdest du es dir in deinen Lebenslauf schreiben oder auf den Grabstein schreiben? Und wenn es das da nicht draufschreiben würdest, dann ist es wahrscheinlich nicht hundertprozentig sauber. Das ist gut, das muss man Oder merken. Das eine ist Presseerklärung, ja, würdest du ja. davon eine Presseerklärung machen? Und das ist eben immer dann so der Punkt, dass man sagt, okay, dann ist was vielleicht was ein bisschen vernudelt, da ist was nicht so hundertprozentig ordentlich, nämlich ordentlich nicht, weil ich sage, da gibt es eine Norm, sondern da gibt es ja eigene Grenzen und auch ein Gefühl für eine positive Grenze, auch für die Grenze eines anderen, ne? Und da sollte man dann schon ein bisschen drauf eingehen und auch drauf achten. Ich habe eher dann so das Problem, dass eher so die Lustlosigkeit oft habe ich oft auch bei Paaren, also nicht nur so diese Herausforderung, sondern diese Lustlosigkeit ist ein Riesenthema in Beziehungen oder eben dieses wirklich sich nicht mehr beziehen und nicht im Sinn von, und das hat mir gut gefallen, du ziehst vom anderen was, also du brauchst vom anderen was, sondern man widmet sich wirklich bewusst dem Partner, der Partnerin. Ne? Genau. Und das ist eh eine Falle. Ich meine, ich bin selber geschieden. Ne? Ich brauche da auch nicht das jetzt irgendwie da jetzt schönreden oder verschweigen. Und es ist halt schwierig, aber es ist halt hundertmal schwieriger, wenn man mit jemandem nicht zusammen ist, mit dem man eigentlich nicht zusammenpasst, grundsätzlich. Ja, ich habe das zweimal gehabt. Ja. Ich habe es, glaube ich, mit dir in einer Sendung besprochen. Mit der Jasmin passt jetzt sehr, sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Aber nochmal. Aufgrund dessen, was du gesagt hast, auf den anderen eingehen, das ist schon die Lösung. Und das wird jetzt auch die Lösung bei dieser Klientin, weil sie hat als Hausaufgabe von mir gekriegt, rede mal mit deinem Mann, was konkret turnt ihn dran an? Ist es wirklich nur dieses Fließen oder um was geht es wirklich? Und jetzt wird zwischen den beiden, ich reflektiere dann mit ihr drüber, es bahnt sich jetzt gerade an, dass er erkennt, ja, wenn er sowas sehen will, was ist die Motivation? Ja, er will die volle Hingabe spüren, natürlich. Ja? Und das ist aber auch genau das, was sie braucht. Das heißt, wenn er bereit ist, mehr zu geben, dann kommt vielleicht das, was er will, natürlich auf eine andere Art und Weise, aber kommt so etwas Ähnliches wie das, was in einem Pornofilm sieht, was aber eh nicht der Realität entspricht. Es geht darum, die Illusion aufzulösen und das im Alltag zu schätzen, was eh schon da ist, weil die zwei haben ein gewaltiges Potenzial im Grunde. Ja? Vom Beruf, von den Hobbys, Liebe zur Natur, alles Mögliche haben die beide gemeinsam. Nur in diesem einen Punkt, der für viele andere Themen in der Beziehung steht, beziehend da so, eigentlich ein klassischer Missbrauch, also es ist ja ein böses Wort, aber im anderen ist es nichts anderes, man missbraucht den anderen für die Befriedigung der eigenen Illusionen oder Träume, kann man dann so auflösen, anhand von einem Beispiel, dann entsteht aus dem Konflikt, aufgrund der Nichtbefriedigung Konflikt. Den Konflikt kann man auflösen, indem man schaut, na, was können wir denn gemeinsam erreichen? So wie du am Anfang gesagt hast, konstruktiv lösungsorientiert. Wo wollen wir denn hin? Okay, das wollen wir nicht. Was wollen wir dann? Was können wir erreichen? Und dann spielerisch in der Beziehung entwickeln, als wahrscheinlich gute Alternative zu einem Alltag, der im Beruf und Familienleben im Großen und Ganzen eh nur mehr Routine ist. Und es geht ja wirklich darum, sich eben auch Raum zu nehmen für das, was einem wichtig ist. Es ist ja ganz egal, ob das jetzt Sport ist, ob das der Partner, die Partnerin ist, ob das eine Karriere ist. Es ist ja ganz egal. Ich muss ja eine gewisse Art Vakuum schaffen, um da was aufrechtzuerhalten. Und so wie es das du erwähnt hast, in diesen Hamsterrädern, wo wir uns bewegen, die ja immer schneller sich drehen und immer enger werden, ist es ja gerade da der Punkt, dass man sagen, okay, wir sind alle überreizt, wir haben alle miteinander einen Druck, einen Stress, aber wo finden wir den Frieden und wie können wir gemeinsam etwas machen, das was schöner, was angenehmer, was besser wird wieder. Genau. Und ich denke auch, dass wir eben, du hast erwähnt, eben dieses innere Licht oder den inneren Buddha, den inneren Erleuchteten, diesen göttlichen Funken, das Seelenlicht, ist ja ganz egal, wo wir alle aus demselben Stoff gewebt sind. Das ist ganz egal, wo wir jetzt herkommen. Und wenn man sich auf das eben fokussieren kann, denke ich, hat man schon ganz viel erreicht. Weil das ist was ich merke in meinen Sitzungen, weil dann irgendwann einmal auch
Und da soll es jetzt nicht immer um Geschlechtlichkeit gehen, aber es sind zwei Pole, aktiv, passiv, männlich, weiblich. Das fällt ja dann einmal weg, ob ich sage, okay, ich habe jetzt eine Frau sitzen, ich habe einen Mann sitzen oder sonst irgendwen sitzen. Das fällt ja weg, wenn man sich auf die Wirklichkeit der Person konzentriert. Ja, genau. Und eine Frau kann eine Hemmschwelle haben, zu wenig männlich zu sein. Ein Mann kann die Hemmschwelle haben, zu wenig weiblich zu sein, zu wenig passiv zu werden. Also ganz erfolgreiche Menschen, die dann einfach Angst vor dieser Passivität haben, dass ich sage, es kommt auch was auf mich zu. Ich muss nicht alles verdienen und erkämpfen und erstürmen. Und die halt dann einfach ausbrennen. Und auf der anderen Seite so emotional träge Leute, die einfach nur mehr sitzen und gar nicht ins Tun kommen. Also wo man dann wieder das andere Extrem hat, diese übertriebene Passivität. Das heißt, es ist ja wirklich so ein Tanz, ein Spiel von Energie sollte es ja sein und auch annehmen, dass man alles in sich vereinen sollte. Genau, da bist du genau beim inneren Konflikt, den du am Anfang angesprochen hast. Das ist ja auch wichtig. Für einen Konflikt brauche ich nicht immer den anderen. Der andere kann unter Anführungszeichen ein Barometer dafür sein, wann uns was ärgert, wo mit uns selbst was nicht in Ordnung ist. Und ja, es gibt das Yin-Yang-Symbol, Schwarz-Yin, Weiß-Yang, also männlich hell, weiblich dunkel, wahrscheinlich weil dunkel, weil erdiger, weil in der Physiognomie schon aufgrund der Menstruation und der Geburt mehr bewusst des Zyklus des Lebens, ja, deswegen auch passiver, aber im Grunde soll ja sowohl der Mann als auch die Frau beide Elemente in sich im Ausgleich haben. Das besagt eigentlich das Yin-Yang-Symbol. Das besagt nicht, dass das unbedingt nur die Partnerschaft so sein soll, sondern wir sollen das alles in uns drinnen haben. Und ich finde es spannend, ich denke, wir haben sie auch schon mal besprochen in einer Sendung, dass gerade im Kulturchristentum, das wir hier ja haben in Zentraleuropa, völlig unbekannt ist, zumindest breiten Teilen der Bevölkerung, was dieser Jesus wirklich gesagt hat. Ja? Thomas-Evangelium, Logion, also Vers 22. Du sollst wieder zum Kind werden. Das steht ja auch im Neuen Testament. Also da gibt es eine klare gemeinsame Schnittmenge. Und im Thomas-Evangelium, in diesem Log 22, steht drinnen, wie man wieder zum Kind wird. Und er sagt, indem du das Oben und Unten, das Außen und Innen miteinander verbindest und insbesondere das Männliche und das Weibliche in dir zu einer Sache machst. Also ganz klar fernöstliche Philosophie, die Jesus da vermittelt hat. Warum steht das nicht in der Bibel und ist nicht in den Kanon aufgenommen vom Vatikan? Da ganz klar, weil das die Lösung ist. Ja? Wer das mit sich macht, gemäß dieser Anweisung von Jesus, der ja garantiert gelebt hat, aber eben nicht so, wie es die Kirchen vermittelt, der sprengt ja jede Kirche, weil du brauchst keinen Priester mehr als Vermittler. Du hast die Lösung bereits in dir drinnen, wie du das machst. Die Anleitung ist da, aber er sagt, dass man es tun soll, aber nicht wie, weil ich bin davon überzeugt, es gibt bei 8 Milliarden Menschen 8 Milliarden Möglichkeiten, wie man das in sich holt. Das ist das innere Licht, die Kraftquelle von innen, die sagt, aha, da gibt es das und das Element. Ausprobieren, schwingen lassen, bis sich das abrundet. Das ist keine rationale Entscheidung. Das ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch verschieden. Und ich finde wichtig, dass Menschen das wissen und sich auch zu experimentieren trauen. Ja, das ist wieder das Positive an dem im Kindergarten, dass man Kindern jetzt sagt, du darfst, wenn du willst. Ja, das ist super. Das ist super, aber nicht verordnet bitte. Das Kind selbst entdecken lassen, genauso wie der Erwachsene jetzt wieder selbst entdecken darf, wie er bewusst wieder zum Kind wird und diese Einheit, dieses Einheitsgefühl im Spielen, im Spiel, das kann auch im Sex sein, das kann im Sport sein, wo er immer, im Hier und Jetzt zu sein, ohne quälende Gedanken an die Zukunft oder an die Vergangenheit, das nennt man dann Erleuchtung. Dann sind die Rußschichten weg, dann streut das Licht nach außen. Es ist ja keine Raketentechnik. Und ich denke einfach, dass da auch wichtig zu sagen ist, jetzt von meiner Seite, das ist bitte ein immer wieder ein Prozess und auch Erleuchtung hat Stufen. Also man sollte das nicht sehen, dass man sagt, jetzt geht einem das Licht auf und man rennt permanent so durch, sondern das sind so Momente, wo man sich wirklich dann wieder auflädt quasi und dann geht es wieder weiter. Und nämlich diesen Erleuchtungszustand und das Halten, das gibt es nicht, weil dann hättest du keinen Körper mehr. Das würde man nicht auf Dauer meiner Meinung nach
durchschwingen. Ja, und auch wenn man sagt, man hat Meister und die haben das besser trainiert und die sind näher dran auch noch, aber die sind auch nicht 100, also 24 Stunden am Tag erleuchtet. Das ist ein Quatsch, meines Erachtens. Doch, aber doch, jeder Mensch ist 24 Stunden am Tag erleuchtet. Die Frage ist nur, ob es nach außen dringt. Erleuchtung heißt für mich nichts anderes als, du bist dir gewahr, dass du Schattenseiten hast. Und je öfter du im Hier und Jetzt lebst, umso öfter wird dein Erleuchtungszustand im Außen sichtbar. Es ist Liebe ist auch da, ja? Nur sie ist oft vom Hass überschattet. Die Frequenz, die zum Beispiel jetzt im schädlichen Sinne, bitte jetzt nicht sagen, dass ich sage, 5G ist super, ja? Aber die Frequenz von 5G, die von den Masten strahlt, ist immer da. Ob ich jetzt mein Handy aufdrehe und das empfange und dann etwas sichtbar mache aufgrund dieser Frequenz, ist eine andere Geschichte. Und genauso haben wir die Liebe und das Sein im Hier und Jetzt in unserem Herzen brennen. Das ist da. Das ist nur immer wieder vom Verstand überlagert. Das ist kein Widerspruch, finde ich, zu sagen, ja, Erleuchtung ist da, aber man sieht es halt nicht immer. Man muss auch nicht schweben. Ein Baum braucht ganz starke Wurzeln, damit die Äxte nach oben wachsen können. Also ich denke, es gibt keinen Widerspruch zwischen Materie und Spiritualität. Die Spiritualität ist in der Materie drinnen, weil ja alles aus dem Feld, wie Einstein und die Quantenphysiker, aber auch die Mystiker und Gnostiker sagen, also das hat die Wissenschaft mit der Spiritualität gemein, in der Materie ist schon das Energetische drinnen. Aber die Grundwahrheit ist das Energetische. Die einzige Realität, hat der Einstein gesagt, ist das Feld. Also das Energiefeld, das alles trägt. Und die Materie ist durch das Energiefeld verbunden. Also gibt es keinen Widerspruch zwischen Materie und Spiritualität. Dieser Widerspruch ist nur im Kopf. Entweder oder. Bist du nicht für mich, Materie, dann bist du gegen mich, dann bist du Feld. Nein, es ist aber beides gleichzeitig da. Das ist das Entweder und Oder, das ich meine. Ja? Ich weiß jetzt, diese Worte sind unzureichend. Es geht um ein Erleben, das man versucht, also ich in dem Fall, seit der Nahtoderfahrung 2012, in Worte zu packen, sodass man mich versteht in einer Sprache, die zwar sehr präzise ist, die deutsche, aber sie ist völlig unzulänglich für Themen wie Liebe und Sein im Hier und Jetzt und Erleuchtungszustand. Gibt es überhaupt keine Sprache, denke ich, in der du es ausdrücken kannst. Die Sprache ist ja begrenzt. Das ist ja das Werkzeug des Verstandes im Grunde. Ja? Wie will man erhört, beschreib jetzt jemanden einen Orgasmus. Ja super, da stehst du an. Ja? Also wie will man jetzt jemanden einen Erleuchtungszustand beschreiben? Ja? Also es geht nicht. Du musst das haben oder erleben, aber drüber reden, drüber schwafeln ist nett. Wichtig ist es zu haben und es anzugehen, denke ich. Ja? Weil dann spielt es auf einmal keine Rolle mehr, ob das jetzt temporär oder für immer ist. Und man hat ja das Problem einfach jetzt der Sprachlichkeit, du hast es ja erwähnt schon, wir haben es vorher auch schon erwähnt. Und das ist ja dasselbe, man hat eine Erfahrung gemacht oder nicht. Ich habe jemanden am offenen Herzen operiert, ja, zum Beispiel, und kann sagen, okay, so schaut das aus, so schaut ein verengter Aortenbogen aus, ganz klar, das erkenne ich oder halt nicht. Ja. Und wenn ich das nicht gemacht habe und reingeschaut habe, kann ich vielleicht theoretisieren, aber ich kann mich nie auf dieser Expertenebene darüber unterhalten eigentlich. Ja. Genau. Und das Schwierige ist natürlich immer und das Mutige ist ja, das Unsichtbare zu suchen, wo es ja in dem Sinn keinen Beweis gibt, sondern es gibt vielleicht Hinweise. Es gibt ja nur Hinweise, es gibt ja keinen Beweis. Ja. Und diesen Hinweisen dann halt einmal zu folgen. Das ist halt, ja, ist halt so ein eigener, ist eine eigene Entscheidung und ist auch ein eigener Weg. Ja, ja. Ja. Und man kann es erzählen, man kann aber auch niemanden dazu bekehren. Also es ist ja Quatsch. Ja, also jeder hat so seine Sandkiste und jeder spielt halt herum, wo er möchte. Wichtig, denke ich, wäre jetzt einfach nur, ob jetzt innen oder außen, dass man uns beschäftigt, dass wir sagen, okay, wir sind beides innen und außen. Vielleicht hat wer den Fokus mehr außen, vielleicht hat wer den Fokus mehr innen. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, besinnen wir uns doch auf den Teil in uns, der vielleicht friedfertig ist, der Frieden will, der zufrieden ist. Ja. Find mal deinen zufriedenen Anteil, würde ich jetzt einfach mal auch den Zuhörern raten. Wo bist denn zufrieden? Und von da geh aus. Genau. Und lass das mal rausstrahlen. Ja, und wenn du nicht zufrieden bist, dann ist das dein Geschenk oder deine Aufgabe, diese Zufriedenheit auch zu finden. Ja, schön gesagt. Ich habe diese Zufriedenheit bei der Klientin oder beim Klienten
ist am schnellsten erfahrbar bei einer Methode, die ich Waldweg nenne. Ja? Waldweg, weil ich mit Klienten meistens in den Wald gehe. Und also außer es gibt da physische Beeinträchtigung, das ist nicht toll, aber grundsätzlich gehe ich raus in die Natur. Du weißt es, da fließt einiges schneller. Und dann spüren die Menschen dort auch teilweise physisch ihre Blockaden schneller. Und die werden angesprochen. Und wenn es gewünscht ist, mit meiner Unterstützung aufgelöst. Aber das macht ja sie oder er dann selbst. Ja. Ich gebe nur Tipps. Arbeiten müssen die anderen. Ich bin nicht dazu, das ist ja ihr Problem. Ja. Also es geht dann ums Auflösen und dann merkt man den Zufriedenheitszustand. Der ist dann da, durch die Befassung mit der Blockade, aber nicht im Sinne von wegschieben, sondern anschauen. Aha, was sagt mir meine Blockade eigentlich? Ja? Da gibt es Methoden, wie man das unterbewusst auflöst und auf einmal wird das eigentliche Problem, der eigentliche Konflikt, stellt sich dann bei der Masse meiner Klientinnen und Klienten als Hilfe, als Stütze heraus. Das, was eigentlich das Problem ist, ist die eigentliche Stütze, ist die eigentliche Gratis-Helfer, der heute als lästig empfunden wird, weil wir noch nicht erkannt haben, was diese lästige Kreatur oder diese lästige Form, dem Ganzen kann man ja auch Form geben, eigentlich von uns will. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann kann man es herausfinden und dann kann man es auflösen. Ja, das ist eben dieses Bewusstsein, eben wieder dieses Licht dorthin richten und dann kommt es schon in die Bewegung rein. Und den Weg geht ja Gott sei Dank immer der Klient, sowohl bei dir als auch bei mir, denke ich jetzt mal, geht er ja selber, weil sonst wären ja wir die Puppenspieler quasi, die dann sagen, du musst das oder das machen. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, ich bin ja kein Guru und du auch nicht. Ich brauche auch nicht eine Gefolgschaft, die sagen, Monika, bitte sag mir, wie das Leben geht und dann sage ich es ihnen und dann machen sie es und machen was falsch oder das, was ich dann sage, ist ein Blödsinn und sie verpfuschen ihr ganzes Leben. Dieses Karma möchte ich mir nicht aufladen. Ich möchte nur eins, weil es ja auch mich zufriedenstellt, wenn ich sehe, dass Klienten zufrieden sind, dass sie mit ihrem Rüstzeug, das ich ihnen vermittle, ihre ureigensten Probleme selbst bewältigen. Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist aus meiner Sicht die einzige, ich würde nicht sagen legitime, aber die einzige effiziente Hilfe. Eine andere Hilfe ist nicht effizient. Vielleicht, wie du sagst, in einem Spital, wenn du einen offenen Bruch hast, ja, dann lege ich mich natürlich ins Spital und lasse mir das operieren, damit das in Ordnung ist. Ja, aber wenn wir von psychischen Problemen reden, die auch Alltagsprobleme sein können, in Beziehung, Familie, Schule, alles Mögliche, Arbeitsplatz, dann ist das Werkrüstzeug des Klienten gefragt. Da ist der Klient selbst gefragt, nämlich damit er in der nächsten Situation dieses Rüstzeug auch wieder anwenden kann. Es geht doch darum, dass wir unser Werkzeug beherrschen. Ja, das, ich habe nicht vor, dass jetzt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, mein Sessel ist kaputt, ja, freilich, ich repariere den. Und das nächste Mal, wenn er wieder ist, kommst du wieder zu mir. Nein, ich bin froh, wenn ich Klienten möglichst selten sehe. Ja, ich meine, das ist, jetzt bin schon gefragt worden, darf ich eh noch wiederkommen? Sage ich, ja, so oft du es brauchst. Also, aber bei mir darf es auch schnell gehen. Also ich will keine Menschen von mir abhängig machen. Ja, das ist, wir kennen doch beide den Spruch von einem Psychotherapeuten, bah, mein Klient kommt wegen desselben Problems schon seit 5 Jahren zu mir. Ja, ich meine, das völlig gescheitert, oder? Also ich bin froh, wenn es schnell geht, es darf auch ein bisschen länger gehen, keine Frage, das Tempo gibt der Klient vor, aber mir ist am liebsten, die Menschen finden rasch zu sich selbst und haben dann ein Rüstzeug für die Zukunft selbst schon mit und können es auch an andere weitergeben. Ja? Das ist, Guru sein liegt mir fern. Ja. Das muss ja irrsinnig anstrengend sein. Das ist ja wie SM-Beziehung eigentlich, Sadomaso, ne, wo sie gegen Bezahlung ihn oder wen auch immer malträtiert. Eigentlich ist er der Sklave, die Domina, ne, weil die macht genau das, was der da unten will. Also, das ist ja, na klar, das ist ja das Thema und das ist das Problem mit diesen. Mit diesem, sag mir, ich mache ja auch in Astrologie und das, was mich ja auch erschüttert, oder was mich verwundert, erschüttern ist vielleicht zu groß gesagt, ist, wenn ich sage, okay, wir haben die und die Tendenzen astrologisch gesehen, wir haben da Konflikte, wir haben Stress oder sonst irgendwas, das wird geklickt, Ende nie. Wenn ich aber eine Übung danach veröffentliche, so löst du das,
wenn es überhaupt ein Drittel von den Klicks sind, Wahnsinn. dann ist es schon viel. Ja. Ja. Und Was sagt ihr das? Was sagt uns das? also mir persönlich sagt es das, dass wir eigentlich nur mehr gewohnt sind, auf Überreizung und auf Sensation zu hören und nicht mehr lernen, mit uns selber vernünftig kreativ zu arbeiten. Ja, ich merkst du, wo ist denn die Jasmin? Hat man es hergelegt und ich habe gesagt, ich werde es sicher nicht brauchen. Doch, jetzt brauche ich es. Das war ein Mega-Bestseller. Das war ein Mega-Bestseller. Ja, also, ja, es trifft nur immer den Nagel auf den Kopf und wird auch noch mehr gebraucht werden, weil ja das nicht ganz vorbei ist. Aber das, du hast das zuerst angesprochen, das Freiheit, Handbuch für den Tiger in uns, ja, da haben wir, glaube ich, nicht einmal 10% bis jetzt von dem verkauft. Wir sind ja auch der eigene Verlag, ja. Obwohl das aus meiner Sicht das wichtigere Buch ist. Da hast du ja, wie du es ja weißt, Analyse drinnen, was kommt noch auf uns zu? Also Analyse, was ist bis jetzt passiert? Prognose, was erwarten wir im schlimmsten Fall bis 2030 und Lösung, was ist daher zu tun? Wir kommen nicht am Thema Selbstbestimmung vorbei. Wir kommen nicht am Thema Potenzialentfaltung, individuelle Freiheit vorbei. Das geht nicht aus. Ja? Darum ist das Buch, ich denke, es ist das Wichtigste, das ich bisher geschrieben habe. Aber es wird, wie gesagt, nicht einmal 10% verkauft gegenüber Corona-Diktatur. Ah, Aufregung im Außen. Ah, Dings, aber Ja. selbst da habe ich ja schon Lösungsansätze drinnen in Corona-Diktatur. Mir kommt vor, das ist dieses in der Schule schon aufgezwungene, also oktroyierte Fehlersuchverhalten oder Fehlervermeidungsverhalten. Da wird mit Rot angestrichen, was du was falsch gemacht hast, anstatt vielmehr zu loben, was positiv ist. Das heißt, wir sind darauf fokussiert, irgendwo den Fehler zu finden. Und ich bin mir sicher, es gibt Zuseher, die zwischen uns beiden jetzt irgendwas kritisieren, was mit dem Inhalt gar nichts zu tun hat. Zum Beispiel, dass jemand öfter sagt, ja, so, Zwischenworte stören jemanden oder dass einmal du und einmal ich länger gesprochen habe oder dass ich lange Nägel habe oder du kurze Haare, keine Ahnung was. Ja? Was völlig wurscht ist, nichts mit der Sache zu tun hat. Und das ist was, es hat mich maßlos geärgert früher. Jetzt teilweise noch ein bisschen, aber das hat ja was mit mir zu tun. Warum ärgert mich das? Das ist ja die Geschwindigkeit der anderen. Das ist von mir ja nur ein Angebot, was ich hinlege. Wenn sie trotzdem lieber leiden wollen und jetzt über die nächsten Diktaturen Bücher lesen, okay. Ich bin es von der Regierung schon gewohnt ab 2015, dass ich gesagt habe, Peter, Krieg in Russland, also Ukraine und Israel ist so gut wie sicher, wenn das und das passiert. 2015 in Buchform hingelegt. Genauso ist es eingetreten. Aber ich habe damals schon drinnen gehabt, nicht nur, wie es sich entwickeln wird, sondern auch, wie man es lösen könnte. Ganz gefährlich. Ja? Das interessiert dann niemanden. Genauso wie das die Regierung damals nicht interessiert hat, interessiert jetzt breite Teile des sogenannten der Corona-Plödemie-Widerstandsbewegung nicht, was ich mit Freiheit hingelegt habe. Und ich kann mich nur mehr wundern. Das ist eine Form der Ignoranz, die nicht böse ist. Diese Leute sind nicht böse, sie sind dumpf, sie sind abgestumpft und nur noch aus am Tag, was weiß ich, 200 Videos, Kurzzeit zu schauen und sich aufzuregen. Das gibt anscheinend Adrenalin, ja. Das verteilt man dann im Netz, löst zwar nichts, aber es ist ein Aggressionsventil. Es ist ein. Da transformiert sie was. Da geht wahrscheinlich eine innere Wut nach außen, aber lösen, glaube ich, tut das gar nichts. Und würdest du, also ich weiß jetzt nicht, ob es das du beobachten kannst, sind die Leser deiner Corona-Diktatur, sind die Leser von Freiheit, gibt es da Überschneidungen viele oder ist es ein anderes Klientel, die du da ansprichst damit? Es ist teilweise dasselbe Klientel, weil sie Leute fragen, aha, was es vorher geschrieben hat. Ist jetzt auch richtig, aber ich merke, dass jetzt meine Leser mehr oder weniger die jene sind, die erkannt haben, so wie es läuft im Äußeren, kann es nicht weitergehen. Ich muss schon selbst auch einen Beitrag leisten, das merke ich. Ja, das merke ich bei den Seminaren, die ich gebe, wo es um Selbstbestimmung geht und wo es um Kraft aus sich selbst schöpfen geht. Das sind so 2 Tagesseminare, das machen die Jasmin zwischen 2 und 10 Mal im Jahr, ja, je nach Nachfrage. Ich merke es ja bei den Vorträgen. Es kommt zu mir jetzt ein anderes Klientel zu den Vorträgen. Das sind ganz andere Menschen als die, die ich auf den Demos
auf den C-Blödemie-Demos angesprochen habe, da sind ja Zehntausende gestanden in Wien, ja, das ist ein ganz anderes Klientel. Also, und trotzdem haben wir Überschneidungen drinnen. Ich denke, ich weiß nicht, habe ich schon einige abgeholt, vielleicht, ja, habe ich schon einige Menschen inspirieren dürfen, ihre Individualität mehr zu leben, gemäß E-Mail-Rückmeldungen ja, gemäß Buchverkauf direkt messbar, nicht ganz so. Ja, also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht, Gott sei Dank nicht abhängig finanziell. Ja, also, ich bin relativ frei finanziell, den Polster haben wir geschaffen. Aber wenn du siehst, dass die Leute eher auf Aufregung, Empörung, berechtigt natürlich, hingreifen und nicht auf die Lösung, dann scheint das schon ein menschliches Phänomen zu sein, das jetzt nicht unmittelbar was mit einer Regierung und mit Medien zu tun hat. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Dieses der Aufregung und der Unzufriedenheit, der mit Wortmeldungen, Videos Ausdruck verlieren wird. Vielleicht ist es zutiefst menschlich. Ich nehme an, ja. Ich merke es bei mir genauso. Also es sind ja Leute, die kommen regelmäßig in Sitzungen, wollen sich wieder was durcharbeiten lassen, die auch das Potenzial hätten, das selber mal zu lernen oder zu machen. Aber das interessiert sie dann nicht. Die sagen, ja, ich mache das, ich gehe zu dir quasi und mache das einfach. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Weil es ja halt natürlich schon ein innerer Weg ist oder eine innere Einstellung daran zu arbeiten. Freiheit ist ein Arbeitsbuch, ja, und jeder Kurs, jedes Seminar, das du dann gibst oder ich dann gebe, ist letzten Endes auch ein Arbeitsauftrag. Klingt jetzt vielleicht hart, aber ist letzten Endes ein Aufruf, dass ich merke, ich muss einen Weg gehen oder ich möchte einen Weg gehen, auch wenn es ein innerer Weg ist jetzt. Ja. Und ich denke einfach, dass viele Menschen so beschäftigt sind schon, dass sie dieses Wesentliche übersehen. Ja, wenn jetzt nicht auf einmal der Krebs anklopft oder irgendwie das Drama anklopft und dann, wo man dann wieder kurz wachgerüttelt wird und sagt, oh, was ist jetzt passiert? Ja, oder irgendein Unglück vor der Tür steht, dann geht das immer so, ja, geht es immer so dahin. Was du jetzt gesagt hast, hat mich gerade an was erinnert. Mitten in einem Seminar in Bad Vöslau, Niederösterreich, ja, war mein Bad Vöslau im College Garden und dann bin ich mit den Leuten raus, mit einer Gruppe rausgegangen, das ist Jasmin und ich in Wald, auf die Helenenhöhe rauf und sitzen da oben und schauen so die Weinberge runter, das ist ein wunderschöner Ausblick und wir haben Übungen gemacht mit Bäumen in der Natur und so weiter. Und es hat dann eine zu mir gesagt, sie hat gesagt, Monika, ich bewundere dich, wie früh du schon deinen Weg zur Selbstbestimmung, zur Potenzialentfaltung gegangen bist. Und ich habe gesagt, danke, das ist nett, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich bewundere Menschen, die ihr Potenzial, obwohl das das Spannendste und ist das schönste Leben im Leben überhaupt, ich bewundere Menschen, die nicht ihr Potenzial ausleben und diese Tretmühle aushalten. Dass sie immer wieder aushalten, aushalten, aushalten und wie täglich grüßt das Murmeltier, immer wieder dieselben Fehler machen, nicht aus ihren Mustern lernen, nicht genau hinschauen wollen. Das ist ja ein Energieaufwand, der ja auch die Lebensqualität gewaltig mindert. Ja, es lebt sie natürlich durch Freiheit auch verantwortungsvoller. Also, ich würde nicht sagen, nur weil ich freier als andere Menschen lebe, heißt es, dass ich weniger Verantwortung habe. Ganz im Gegenteil, ich trage mehr Verantwortung. Auch als Selbstständige, ich bin jetzt nur mehr Unternehmerin, ich bin ja seit 1,5 Jahren aus dem Staatsdienst weg. Ja? Nur im Grunde habe ich eh schon immer so gelebt. Aber jetzt ist die Frage, warum halten so viele Menschen es so lange aus? Weil sie es gewohnt sind. Weil sie es gewohnt sind. Weil sie es von klar auf eingeimpft gekriegt haben. Du bist nichts, du kannst nichts, du musst das und das machen, erst dann bist du glücklich. Wie die Karotten, hinter dir laufen sie her, anstatt dass sie die Karotten in sich selber entdecken und endlich aufessen. Das ist, ich bin spannend, ja. Ich will mir jetzt nicht lustig machen, aber es ist auch ein kleiner Heiterungsfaktor, weil die Dame, es ist eine Lehrerin, der ich das gesagt habe, die hat dann fürchterlich zum Lachen angefangen. Also sagt, ja, ich merke jetzt, du hast recht. Ja. Und das hat uns beiden gut getan, weil ich freue mich mit jedem Menschen mit, der das zu seinem Kern vordringt und aus sich dann die Kraft schöpft und dann, ah,
Ich brauche eine Monika Donner gar nicht. Ich brauche auch keinen René Egli. Ich brauche auch keinen Oliver. Ich brauche niemand anderen. Es ist alles schon in mir da. Ja? Natürlich können wir, dürfen wir mal ein Gehstock sein. Wir dürfen mal jemanden begleiten und einmal jemanden umarmen und da sein und sagen, wie wir das gemacht haben. Aber das Individuelle dann ist genau die Sache des Klienten. Wie sie oder er das haben will, das ist in ihnen wahrscheinlich ganz oder kann ganz anders sein, als es in uns beiden veranlagt ist. Und auch wir haben unterschiedliche Zugänge. Aber wesentlich, wir haben eins gemeinsam. Uns geht es um die Freiheit des Klienten. Und ich denke, das ist die richtige Motivation, um ein guter Energetiker oder eine gute Lebensberaterin zu sein. Es geht immer um diese Lebensqualität. Es geht um das und natürlich die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Selbstbestimmtheit und die Scheuklappen mal runternehmen von den Augen und einfach mal sehen. Und nicht jetzt, weil ich sage, ich bin bewusst ignorant, sondern ich kenne es nicht anders. Genau wie du gesagt hast, wir werden groß in diesen Systemen und wenn wir nicht uns einmal aufmachen, diese Systeme zu hinterfragen, auch was wir mitgekriegt haben, ist es halt einfach schwierig. Ja, und wir werden die Konflikte wiederholen der Vergangenheit, um auf die Konflikte zurückzukommen, noch einmal jetzt zum Abschluss. Also wir werden die Konflikte wiederholen, die unsere Eltern ausgetragen haben, unsere Ahnen ausgetragen haben, wenn wir nicht einfach mal sagen, so stopp, jetzt reicht's, wo stehe ich, was ist mir wichtig? Und im Kleinen, wieso lebe ich dieselbe Partnerschaft, die meine Eltern gelebt haben? Wieso läuft das immer? Habe ich immer wieder dieselben, und täglich grüßt das Murmeltier dieselben Erlebnisse. Und solange ich mich das nicht wirklich frage oder da mich damit beschäftige, denke ich, sind wir dazu ja eigentlich bestimmt, das alles wieder die Vergangenheit zu wiederholen. Und im Kleinen wie im Großen. Ja, es ist Ukraine, ein klassischer Fall einer Geschichtswiederholung. Fast dieselben Muster wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg und ähnlich in Israel, Palästina, wo die Geschichte, natürlich die europäische Geschichte, schon vor dem Ersten Weltkrieg eine tragende Rolle spielt und hier sogar ein Verhalten projiziert wird auf jemanden. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, ja, aber es ist psychologisch ganz klar, was da abläuft. Und es wird weitergehen mit inzwischen 14.000 toten Zivilisten im Gazastreifen und davon mehr als 5.300 Kinder mit Stand vom 22. November 2023. Es ist zum Heulen, ja. Hier sterben unschuldige Menschen auf beiden Seiten natürlich, aber schon weit mehr Palästinenser. Das hat eine Geschichte. Ich habe das mit dem Thorsten, einem deutschen Juden, der auch Jurist ist, so wie ich. Wir haben das gemeinsam aufgearbeitet in inzwischen 6 Sendungen. Also sechs, nicht sechs, sondern 6 Sendungen. Man kann sich das auf meinem Kanal anschauen. Bitte, liebe Leute, wer das interessiert, schaut das an. Der Oliver, du und ich werden es jetzt hier nicht angehen, ist auch nicht wichtig. Aber nur damit wir sehen, nicht aufgelöste Muster oder nicht erkannte Muster, die dann auch nicht aufgelöst werden, nicht erkannte Ursachen, die dann auch nicht verändert werden können in etwas Konstruktives, enden im Desaster. Ganz egal, ob es die Einzelperson ist, die weiter leidet, oder ob es ein Kollektiv ist, das weiter leidet. Und ich bin mir sicher, dass keine der beiden Seiten, Ukraine, Russland, Israel, Palästina, glücklich ist. Schaut nicht danach aus. Ja? Also, aber es wäre so einfach, nur. Ich hätte gerne den Einfluss zu sagen, bitte setzt sich mit mir an einen Tisch. Der müsste riesengroß sein. Horcht's wenigstens einmal zu. Und Das ja, ich wäre, ja. entschuldige, ja. Ja. Ich Na, und sage. ich denke einfach, wir sind ja jetzt schon, also wir unterhalten uns jetzt in der Adventzeit, wir unterhalten uns jetzt in der Weihnachtszeit, wo es ja natürlich um dieses Licht, um den Frieden geht. Ja. Und ich denke, der Frieden ist eines der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Jeder will zufrieden sein und friedlich sein. Und keiner möchte eigentlich einen Konflikt, einen Streit. Ausgenommen vielleicht Psychopathen und extreme Narzissten. Ja, aber selbst die haben wahrscheinlich einen Trigger, wo es dann anders sein darf irgendwann einmal. Ja, also wir wissen ja aus Studien, dass 70% der Menschen sogar genetisch potenziell altruistisch, also stark prosozial und damit friedlich sind.
Da gibt es israelische und deutsche Studien drüber, da fährt der Zug drüber. Ja? Also sogar von den Genen her, weil wahrscheinlich immer noch genetisch in uns veranlagt der Jäger und Sammler, wie wir zuerst erwähnt haben. So, und 30% ticken anders. Okay, jetzt ist die Frage, lassen wir uns wirklich von 5% Psychopathen vorgeben, dass es nur mit Gewalt geht? Ich sage nein. Ja? Und die sind ja auch nicht das Feindbild. Die können in uns nur verstärken, was in uns drinnen ist. Also unsere nicht gelösten Konflikte in uns selbst finden ihre Entsprechung im Äußeren, im Materiellen und werden getriggert durch Psychopathen, die sie daran hochziehen. Das muss uns klar sein, dass das ein Muster ist auf der ganzen Welt. Da können wir nur, aus meiner Sicht kann man nur im Kleinen aussteigen, indem man sagt, nein, ich mache das anders. Ja, in diesem und diesem Sinne positiv. Das ausleben, was in mir drinnen ist, im Sinne Allah, also nicht von Allah, oder vielleicht auch Allah, Gott, Jahwe, was auch immer, ja, sondern dass wir das in uns erkennen und tun und ausleben und damit dem Äußeren keinen Widerstand leisten, sondern einfach das Neue tun. Das ist für mich wesentlich und das gilt auch in der Beziehung, das gilt in der Partnerschaft, das gilt am Arbeitsplatz. Also diese Wunder, die sogenannten, finden statt. Ist es wirklich ein Wunder? Nein, ich finde, es ist mathematisch ganz klar. Gehst du einen neuen Weg, hast du eine neue Lösung. Punkt. Und wenn wir schon bei Weihnachten sind, dann möchte ich jetzt auch schließen mit der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wo die drei Geister Ebenezer Scrooge besuchen und dem ja auch die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft vor Augen führen, die mögliche. Und wenn man sich das mal so anschaut, wo komme ich her, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich denn hin, dann denke ich, und man setzt sich da Zufriedenheit, Frieden als Ziel, hat man schon ganz viel erreicht. Und wenn man es alleine nicht schafft, bitte mit Hilfe von der Monika oder natürlich auch gerne zu mir kommen und einfach mal den anderen drüber schauen lassen. Ja, da kann man ja mal probieren. Ist schön, vielleicht machen wir mal ein Seminar, ist mir jetzt gerade eingefallen, vielleicht machen wir mal ein Seminar gemeinsam. Lass uns das einmal besprechen und danke für die Idee mit der Weihnachtsgeschichte. Das ist sehr gut. Ja. In der Gegenwart ist die Realität, aber zuerst musst du verstehen, was ist in der Vergangenheit passiert und auch aufgrund der Prognose, aha, das konnte nur passieren, verändern wir doch gleich im Hier und Jetzt etwas. Tolle Idee. Danke. Ja, ich sage danke für das coole Gespräch, wie immer natürlich. Und wir könnten natürlich auch immer noch weiterreden. Das Thema gäbe ja genug her. Aber ich möchte mich jetzt einmal bedanken, auch bei unseren Zuseherinnen und Zusehern, die dran geblieben sind. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, Monika. Sehr gerne, lieber Oliver. We call each other, oder wie sagt man da? Genau, wir bleiben in Verbindung. We stay in contact. Ganz lieb von dir, Oliver. Danke. Falls wir uns vorher nicht mehr hören und sehen, auch an die Zuseher, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von meiner Seite natürlich auch frohe Weihnachten, alles Liebe, liebe Monika und dir auch danke fürs Zuschauen und alle Links oder wenn mal was Relevantes, auch Monikas Kanal verlinke ich dann in der Beschreibung zum Video. Tschüss, bis nächstes Mal.